Security Nightmares mit Ron und Frank. Sehr gut, danke. Nicht zu dunkel, bitte. Und wie eben schon gesagt, wir hätten gerne noch mal das Cyber, das Publikum, Publikumsgeflüster mit dem Cyber, 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 Cyber. Dankeschön. Dankeschön. Ja, wir sind jetzt ja bei der 20. Ausgabe in Dezimal. Jubiläum! Für die, die Dezimalzahlen mögen. Ich habe das ja fast verpennt. Ne? Ich war so am, ne, letztes Mal haben wir, glaube ich, im Oktalsystem noch gezählt, davor ein paar Mal im hexadezimalen Raum. Und dann fiel mir das eine Weile nicht auf, bis ich dann dachte, oh, 2-0, das ist doch auch irgendwie wichtig. Ja. Und deswegen haben wir auch eine 20 Jahre Rückblendung gleich kurz. Aber nur als Ausnahme, das machen wir jetzt nicht jedes Jahr. Wer ist denn das erste Mal da? Ah ja, schön. Okay, wer das war... Was war das, ein Drittel? Ja, 20-25%. Und wer war beim ersten Mal da? Also für die, die das jetzt noch im Kopf rechnen, also vor 20 Jahren, das war dann der 16C3 im Haus am Köllischen Park. Wer war da? Ah doch, 5. 5, schau an. Okay, wer war damals noch nicht geboren? Mehr. Mehr, sehr gut. Wir verjüngen uns dann doch, nicht schlecht. Ja, damals im Haus am Kölnischen Park waren insgesamt auf dem gesamten Kongress knapp halb so viele Leute, wie hier jetzt im Saal sind. Genau. Also 1999, vor der Jahrtausendwende, das war die erste Verwendung der Abkürzung 16C3 in dem Jahr. Und es war das zweite Mal im Haus am Köllischen Park in Berlin. Sehr schöne Lokation. Und gibt's? Da haben halb so viele Leute, wie in diesen Saal passen, reingepasst. In das ganze Haus. Und es fühlte sich einigermaßen voll an. Also. Ja, weil man muss halt wissen, das Haus am Köllischen Park, da war ja im großen Saal, haben so viele Leute reingepasst, wie vorher in das gesamte Eidelstädter Bürgerhaus. Ja, kann das mal schnell jemand hochrechnen, wo wir dann in 20 Jahren sein müssen? Aber nee, wir sind jetzt Post-Growth. Ne? Also wir haben ja festgestellt, mit dem Wachstum und so ist schwierig und das ist der Planet ist irgendwann alle und dann deswegen wachsen wir jetzt lieber nicht weiter. Ja. Okay. Genau. Und der Kongress war nur 3 Tage. Das heißt, man konnte das an einem Stück durchmachen. Wer von euch hat es versucht? Mit 4 Tagen? Ja, schämt euch. Na, die sind jetzt nicht hier, die liegen irgendwo. Genau, ich kann mich noch daran erinnern, als ich das erste Mal auf einem ersten 4-Tage-Kongress war und gedacht habe, das kann doch alles nicht wahr sein, das ist doch ein Anschlag auf die Gesundheit. Ich glaube, diese Korrelation von wir sind auf 4 Tage gewechselt und das Zert ist massiv gewachsen, die ist nicht, kein Zufall. Aber am Ende ist gut, oder? 4 Tage? Wer findet es ein Verbrechen am Hackertum, hier schon wieder entlassen zu werden nach 4 Tagen? Also die Hälfte. Wer hätte gerne einen Monat Kongress am Stück? Okay. Auch 2/3. Oder so. Genau. Nahtloser Übergang vom Camp zum Kongress.
Nee, weil das ist eine gute Steilvorlage, weil 1999 war ja auch das Jahr, in dem das erste Camp stattfand. Wer war da? Ah ja, doch, auch fünf. Gut, das sind die langjährigen Begleiter. Was war das große Thema 1999? Natürlich das Jahr 2000. Wer bereut noch den Ankauf eines Generators? Nein, nicht bereut. Ja. Außerdem habe ich nichts dafür bezahlt. Das war sehr lustig, weil die Firma, von der ich es gekauft habe, auf Rechnung, war im Januar einfach pleite. Wie konnte das passieren? Ja, nächstes Jahr, wo wir dabei sind, ist wieder ein Schaltjahr. Das heißt, wenn ihr vom 28. auf den 29. auf den 3., also auf den 1. März irgendwo übernachtet, nehmt euch eine Rolle Klopapier extra mit. Ja, das Jahr 2000 war ja so eines der ersten Themen, wo diese Abhängigkeit von dieser ganzen IT so ein bisschen ins öffentliche Bewusstsein gerückt ist durch diese ganze Panik. Und deshalb ist heute nicht so ganz klar, ob das jetzt so Panik war, die irgendwie unberechtigt war, oder ob die ganze Panik dafür gesorgt hat, dass genügend Energie und Zeit und Geld reingesteckt wurde, dass es kein Problem gab. Irgendwie ist bis heute so ein bisschen ungeklärt. Und wir schauen alle mit großer Freude auf das Jahr 2038, was sich ja langsam nähert. So. Also wenn wir jetzt so gucken, es ist also sozusagen 2038 ist näher dran, als die ersten Security Nightmares von jetzt weg sind, ne? Nur so als Referenz. Genau. Ja, und dann saßen wir da alle und haben den Vortrag von Professor Brunstein mit leichten Gruseln, der uns erklärt hat, wie die Welt untergehen wird. Naja, those were the days. Gut, das Erschreckende ist, dass man die Jahre 1999 bis 2019 in einem einzigen Bild zusammenfassen kann, in einem Screenshot. Also bei der Vorbereitung waren wir auch so ein bisschen so davon angefressen, dass wir sozusagen in diesen 20 Jahren keinen wirklichen Fortschritt an dieser Front feststellen konnten. Was wir dieses Jahr ja massiv hatten, sind ja so Ransomware, Ransom-Attacken, die zum allergrößten Teil immer noch über Office-Makros als Infektionsvektor funktionieren. Und das war 1999 nicht anders. Es war genau dasselbe. Zwischendurch war es dann mal ein bisschen weniger, aber inzwischen sind wir wieder genau da. Und so langsam fragt man sich so, ist diese Menschheit irgendwie lernfähig so? Also wie viel da draußen von der Wirtschaft würde brechen, wenn man jetzt einfach sagt, okay, liebes Microsoft, so zum Wohle der Menschheit, ihr schaltet jetzt einfach mal Office-Makros einfach komplett ab, so aus. Und das Problem dabei ist halt, wahrscheinlich würde wirklich ganz schön viel Bullshit-Wirtschaft brechen. So, ne? So diese ganzen Reporting-Sheets und diese 400 Megabyte Excel-Dokumente, mit denen so Großkonzerne betrieben werden, ist kein Scherz. Ja? Also so lebende Excel-Dokumente, die halt sich verändern, wenn man irgendwo was reinschreibt, dann ändern sich 15 Sheets weiter Dinge und die muss man später auch noch ausfüllen, ist tatsächlich die Realität da draußen. Ist also nicht irgendwie selten oder so. Aber es sind alles so Sachen, wo man sich so denkt, naja, wenn die weg wären, würde jetzt, glaube ich, auch nicht allzu viele Leute sterben, glaube ich. Obwohl, keine Ahnung, in Krankenhäusern gibt es wahrscheinlich auch Office-Makros. Also die sterben dann doch nicht, sondern erst später, wenn die Ransomware dann da war. Ja, da darf man nicht zu viele Scherze machen. Doch, immerhin. Genau, also zum Regelprogramm, die vor 10 Jahren hatten wir Cloudy Computing angesagt und waren der Meinung, dass Malware und Cloud konvergiert. Für wen von euch ist denn das eingetroffen? Ah ja, acht.
Die Ansage war, glaube ich, dass sehr viel Malware in die Cloud reinwandert und die Cloud in ihrer eben vielleicht nicht Sicherheit dann zum Problem wird. Tatsächlich scheinen wir etwas anderes zu beobachten, dass es so ein bisschen so aussieht, als wenn nur die Cloud noch das ist, was verteidigt werden kann. Oder zumindest viele versuchen, diesen Eindruck zu erwecken. Tja. Dafür sind ja die ganzen Antiviren-Snake-Oils in die Cloud gewandert. Die verkaufen jetzt ja alle Cloud-Antivirus. Mit. Alle Verklauten verkaufen Cloud, alles Cloud. Ja. Ist eh klar. Stimmt, Hypervisor Rootkits hatten wir damals angesagt. Interessanterweise haben wir eine Weile darüber diskutiert, wie wir dazu gekommen sind, was daraus geworden ist, und haben festgestellt, dass klar gibt es. Also es gibt halt so Toolkits, mit denen man halt irgendwie so Ausbruch aus so Hypervisor und VMs und so machen kann, die aber in der freien Wildbahn eigentlich relativ selten verwendet werden, weil die Notwendigkeit für so eine unglaublich elegante, fiese Attacke gar nicht besteht, weil der Kram, der in den VMs läuft, in den Virtual Machines läuft, so schlecht ist, dass es gar nicht lohnt, da von hinten durch die Brust ins Auge irgendwie über den Hypervisor zu kommen, sondern man geht einfach direkt durch die Vordertür rein. So kann man sich irren. Ne? Also optimistische Annahmen über Softwarequalität haben wir, glaube ich, gelernt. In der Geschichte der Security Nightmares haben sich nie bewahrheitet. Das stimmt. Die Frage ist, hätten wir das jetzt, wenn es Office-Makros nicht mehr gäbe? Genau. Das hier war die Idee, dass man, wenn man so vor seiner Suchmaschine der Wahl sitzt und Fragen stellt, dann ist es ja vor allen Dingen auch immer jede Frage an Google ist eine Antwort an Google, war der schöne Spruch. Und wie verschleiert man sich denn da? Und ich muss aber sagen, ich habe kein Plugin gesehen, das einfach zwischendurch immer mal nach Britney Spears sucht oder was halt gerade so ansteht. Ich glaube, wenn damit heute man nach, harmloser aussieht. Ich glaube, wenn du heute nach Britney Spears suchst, würde dir wahrscheinlich irgendein bizarrer Fetisch unterstellt oder so. Es war halt vor 10 Jahren die Ansage. Genau. Street View war ein Thema vor 10 Jahren. Das hat Deutschland ja so hart verbrannt, dass Google jetzt lieber gar nichts mehr veröffentlicht. Und alle anderen da auch eher nicht mitgemacht haben. Was ich den Eindruck habe, aber das ist vielleicht nur meine Filterblase, was weiß ich schon, dass es jetzt alle ein bisschen schade finden, dass es alles so vor sich hingammelt, diese Street View Bilder, und nichts geupdatet wird. Also ich finde das ja eigentlich ganz interessant so. Also man ist sozusagen so lebendige Archäologie. Ne? Man kann halt irgendwie sehen, wie es vor ein paar Jahren da aussah und was sich ja so inzwischen verändert hat. Und naja gut, ich meine, das Problem ist halt, dass die Street View war halt damals so State of the Art, und heutzutage ist es halt so, wir haben in der Vorbereitung mal geguckt, so aktuelle Luftbilder in so bekannten Kartenplattformen haben so 10 cm Auflösung. Das heißt also, man ist noch nicht ganz bei Nummernschilder lesen, aber das auch nicht mehr so weit weg davon. Und das ist doch das eigentlich Faszinierende, weil ich glaube, das war dieses Jahr, hatten wir zwischendurch die Diskussion, wie ist denn das eigentlich mit Luftbildern? Die werden ständig immer besser. Ja, ich glaube, Bing hatte damit mal angefangen, die haben das dann irgendwie, wie haben die das genannt, Bird View oder sowas? Und Apple nennt das irgendwie Flyover oder so. Und die haben wirklich gute Daten, und da ist vor allen Dingen gar nichts verpixelt. Jedenfalls habe ich nichts gefunden. Und dieser Aufschrei, der damals durch Deutschland lief, irgendwie, wie ich muss mein Haus verpixeln, das scheint sich über die Luftbilder, ist da irgendwas? Ich glaube, es hat zwei Gründe. Der eine Grund ist, du siehst in Luftbildern von oben primär, also klar hast du diesen 3D-View, kannst auch so ein bisschen von der Seite sehen, aber du kannst noch nicht so richtig Schrift lesen, also auch keine Nummernschilder, und du kannst noch nicht so richtig Gesichter erkennen, was beides in Street View ja ging. Und die Algorithmen jetzt, die sie da verbauen gerade mit zum Gesichter verpixeln und Nummernschilder wegpixeln, die brauchten ja auch erstmal ein bisschen, bis sie dann soweit waren. So. Und dann gab es natürlich dieses ganze, wir verpixeln mal ganze Ladenfronten und Häuser und so.
Aber ich glaube, dass die Entwicklung wird da jetzt relativ schnell gehen, wenn 5G ausgerollt ist. Es gibt so diverse Projekte, die sagen, okay, 5G, viel Bandbreite, da können wir doch eigentlich so 360-Grad-Rundum-Kameras einfach mal so auf Taxis oder Müllautos oder so kleben. Und dann machen wir die ganze Zeit Live-Updates von dem Street View, weil die werden halt die ganze Zeit über 5G rausgestreamt, dann zusammengestitcht und dann an die Stelle geklebt. Die brauchen natürlich dann auch Algorithmen zum Verpixeln von Nummernschildern und Gesichtern, weil sonst Datenschutz. Und das eröffnet aber interessante Perspektiven, weil dann kann man plötzlich mit diesem, wenn man seinen Laden nicht in dem Live-Street View haben will, muss man eigentlich nur die Schriftart von Nummernschildern nehmen und seinen Ladenbeschriftung damit machen, dann wird sie automatisch weggepixelt. Genau, das geht dann hin bis zur Nummernschildtapete, die man sich dann von außen an sein Haus klebt, damit es einfach nicht da ist. Also klar ist halt, das ist halt noch nicht vorbei, das hat jetzt nur geschlafen, ne? Also dieses Live-Street-View-Ding wird halt kommen, ist relativ unabsehbar. Ja, und sich über die Luftbilder so ein bisschen angeschlichen, würde ich sagen. Genau, die Flashmob-Vermieter sind jetzt Bot-Herder. Die Botnetz-Bekämpfungsbundesbetreuer, das war lustig, das war ja nur eine Ankündigung damals. Das wurde dann irgendwie botfrei.de oder so gestartet, ein Jahr später. Und der Grund war ja, dass das war damals das Jahr von dem Configure-Virus. Und es hieß, 5% der Unternehmens-PCs sind verseucht und Deutschland war auf dem Platz 2 weltweit der Länder mit den meisten Botnet-Infektionen. So, und dann wurden da Dinge getan und ein paar Jahre später war Deutschland dann aus den Top 10 raus und ist jetzt auch gerade nicht drin. Und dann wurde das so ein bisschen runtergefahren. Interessant ist, dass sich Japan letztes Jahr, also hat sich die Regierung erlaubt, nach IoTs zu scannen und wohl dieses Jahr damit angefangen. Ich habe jetzt noch nichts über Ergebnisse gelesen. Ich gehe mal an, dass sie auch versuchen, dann Leute, die IoT mit schlechten Passwörtern am Netz haben, zu kontaktieren und so, wie das damals hier gelaufen ist mit verseuchten Systemen. Vielleicht haben wir da nächstes Jahr ein Update. Hat man damals schon Umwelt versus Datenschutz? Damals ging es um intelligente Stromzähler. Mittlerweile haben wir so das Phänomen, dass etliche aus der, sagen wir mal, stark klima- und umweltbewegten Ecke so ein bisschen der Meinung sind, dass ja, also wenn wir damit den Planeten retten, dann ist auch da ein Überwachungsstaat dafür bauen gerechtfertigt, um halt irgendwie die Leute dazu zu bringen, sich halt umwelt- und klimagerecht zu verhalten. Dieser Konflikt wird halt nicht weggehen, ne? Also der wird halt auch stärker werden und der wird halt die gesellschaftlichen Bewegungen, die sich halt für die verschiedenen Ziele einsetzen, dazu treiben, dass man sich da auch intensiver darüber unterhalten muss. Ne? Also es ist halt so ein Ding, was wir gerade sehen, auch im politischen Spektrum. Bei den Grünen gibt es da durchaus Leute, die irgendwie eigentlich nicht so richtig finden, dass Datenschutz irgendwie ein gleichwertiges Ziel ist und da durchaus eher geneigt sind zu sagen, so naja, so ein bisschen Überwachung, wenn es den Planeten rettet, ist ja schon eigentlich ganz okay. Dieses Problem werden wir in den nächsten Jahren auf jeden Fall auch nochmal häufiger diskutieren müssen und auch sinnvolle Wege des Diskurses drüber finden, auch sag mal, außerhalb des Verhältnisses Staat-Bürger. Genau, aber mein intelligenter Stromzähler tut immer noch nichts, was wirklich interessant ist. Wir hatten Malware mit Update-Zyklen von einer Woche. Inzwischen sind wir bei einer Stunde oder so angelangt. Das ist, glaube ich, anständiger Fortschritt. Ja, und dann haben wir gedacht, die elektronische Gesundheitskarte ist vielleicht tot. Ihr könnt ja einfach den Vortrag hier vom Kongress euch anschauen und euch dann selber ein Urteil bilden. Ja, die Zeit läuft. Das Internet-Normalitäts-Update, ganz schnell so ein paar Zahlen in die Runde geworfen. Es gab diese Microsoft-RDP-Vulnerability, die Bluekeep genannt worden ist. Als das veröffentlicht wurde, waren
mal eine knappe Million Systeme direkt erreichbar und verwundbar. Das ist so die Größenordnung, um die es im Moment geht. Obwohl sich auch noch ganz viel Malware fröhlich verbreitet, auch wenn man direkt nur ein paar 10.000 Systeme sehen kann. Dann gab es größere Zahlen natürlich, was so verdient wurde in der Ransomware-Branche. Hier sind Zahlen, das sind glaube ich Eigenangaben von den Leuten, die diese Malware hier gemacht haben. Das ist deswegen ganz interessant, weil die lief halt nur so ungefähr 16 Monate und die haben gesagt, sie hätten da 160 Millionen US-Dollar verdient. Spannend ist, dass auf der anderen Seite die Betroffenen sagen, sie hätten, was waren das, 2 Milliarden Schaden. Und die Zahlen passen natürlich immer alle links und rechts überhaupt gar nicht zueinander. Und dann ist eben die Frage, wenn die sagen, wir haben das verdient, ist das echt Profit nach allen Kosten? Ja, macht ihr dann eine ordentliche Buchprüfung? Oder auditiert? Ja. Was? Ich meine, es muss auditiert werden ja eigentlich, solche Zahlen. Ne? Sollte man meinen, ja. Oder haben die aufgerundet oder abgerundet? Und ist natürlich auch klar, dass die Unternehmen sagen, ach, das war so furchtbar teuer, weil die haben dann noch, was weiß ich, irgendwas neu gemacht bei der Gelegenheit und das dann damit reingezählt. Aber naja, irgendwo in der Größenordnung 2 Milliarden Schaden, 160 Millionen Dollar verdient. Na. Wie war denn das bei euch so mit der Ransomware? Wer kennt denn da einen Betroffenen über zwei Ecken? Ach doch, so wenig. Das sind ja höchstens 100. Und wer von euch kennt Unternehmen, die von Ransomware oder einer Ransom-Attacke betroffen waren? Deutlich mehr. Und wer von euch kennt eine Person oder ein Unternehmen, die gezahlt hat? Ah, auch schon nicht so wenig. Naja, 15 oder so. Ja, okay. Ja. Und wie viele Sterne würdet ihr dem Kundenservice geben? 5? Nee, ich meine, ich glaube, die Branche muss ja immer erstmal erklären, was ein Bitcoin ist und so und wie man an einen rankommt. Und all diese Dinge, die haben ja viel zu tun. Also ist ja deswegen schon die Frage nach dem Kundenservice. Sind denn die Daten hinterher zurückgekommen? Genau, bei wem sind die Daten denn zurückgekommen? Also wer kennt jemanden, bei dem die Daten zurückgekommen sind oder ein Unternehmen? Ah doch. Ja, der Kundensupport ist ausbaufähig, ihr seht es schon. Es waren deutlich weniger als Betroffene. Das gab ja so Zahlen, habe ich das jetzt hier? Genau, was ich gefunden hatte. Also was mir so entgegensprang, war eine Behörde, ich glaube in Florida, die 600.000 gezahlt hat an Ransom. Es gab andere, die haben 400.000 gezahlt und ähnliches. Hat jemand von einer höheren Summe gehört? Ich. Ist die offiziell? Nee, aber... Also Menschen, die mit dem Aufräumen nach solchen Dingen beschäftigt sind, berichteten mir unter anderem, dass die zumindest eine Gruppe sich einfach am Umsatz des betroffenen Unternehmens orientiert. Also die nehmen halt einfach irgendwie sowas wie 1-2% des Jahresumsatzes, den sie aus irgendeinem Unternehmensauskunftsregister rausziehen und nehmen diese pauschal als Ransom-Forderung. Und naja, muss man sich mal kurz überlegen, wenn die Produktion stillsteht, so, dann ist so ein Prozent 3 Tage Produktionsausfall und da kann man dann schon mal schnell ins Rechnen kommen als Unternehmen. Also ist halt durchaus so ein, also letzten Endes ist diese ganze Ransom-Geschichte gerade so ein bisschen so der Punkt, wo viele von den Vorhersagen, die wir über die letzten Jahre gemacht haben, halt einfach geballt eintreffen. Weil wir jetzt die Situation haben, wo... Post? Die Post, ja, war die Post, auch betroffen? Post für euch. Oh, eine Postkarte. Dankeschön. Eine sehr schöne Postkarte. Time travel is not a crime. Ja, die erzählen wir nachher. Diese Ransomware, beziehungsweise Ransom-Attacken, weil nicht alles davon ist Ransomware,
Viele davon sind auch tatsächlich gezielte Angriffe auf Unternehmensnetzwerke, wo man sich dann einnistet, irgendwie einmal quer verbreitet, sich die schwächsten Punkte im Unternehmen sucht und dann genau da zuschlägt. Also zum Beispiel bei einem Unternehmen, was halt viele Sachen verschickt, macht man halt die Auslieferung platt, damit halt keine Sachen rausgeschickt werden können, oder macht halt die Finanzabteilung platt oder was, also was auch immer, gerade wo es halt wehtut. So. Und was da jetzt passiert ist, dass diese ganze, sag mal, man sagt immer so schön Technical Debt, also halt der Schuldenberg an unaufgeräumten technologischen Problemen, den so Unternehmen vor sich herschippen, der kommt jetzt halt zurück. Und wir haben uns ja mal gefragt, so warum haben jetzt in den letzten Monaten so viele von diesen Ransom-Vorfällen so Gemeinden und Krankenhäuser und Universitäten und so betroffen? Und die Antwort ist ganz einfach, da ist am schlimmsten. Also da sind die ältesten IT-Systeme unterwegs mit irgendwie den wenigsten Aussichten auf Besserung. Und ja, das führt halt dazu, dass die dann natürlich irgendwie die schwächsten Mitglieder der Herde sind, die als Erste betroffen werden. Die können natürlich auch weniger zahlen, klar, so, weil müssen sie ja irgendwie haushalterisch verbuchen. So, aber letzten Endes sind die dann halt auch im Zweifel motiviert, halt irgendwie zu zahlen. Das heißt, diese ganze Ransomware-Nummer, also Ransom-Angriff, erzeugt jetzt tatsächlich sowas Ähnliches wie eine intrinsische Motivation, sich mal um IT-Security zu kümmern. So, also insofern hat halt möglicherweise auch positive Auswirkungen in der Gesamtheit, natürlich jetzt nicht für das einzelne Unternehmen oder die einzelne Behörde. Genau. Die Ransomware-Infektionen stiegen um über 350%. Die Bug-Bounty-Prämien steigen auch. Ich glaube, Apple ist jetzt auch nochmal eingestiegen mit 1,5 Mio für iOS Zero-Click. Dann hatten wir in diesem Jahr 19 Zero-Days, die es in Umlauf geschafft haben. Das waren 2018 12, deswegen hat sich für einige von euch vielleicht dieses Jahr ein bisschen geschäftiger angefühlt. Aber vielleicht nicht so sehr wie in 2017, da waren es nämlich 22. Der durchschnittliche Cyberschaden in Deutschland liegt bei 2 Millionen Euro. Und jede achte deutsche Firma hatte einen Cyberangriff. Das sind halt so Zahlen, wo man sagen muss, so jede achte? Die anderen lesen keine E-Mail? Oder genau, die Zahlen sind komplett genau, also was, so eine Zahlen, ja, die halt immer so von diesen Branchenverbänden kommen, sind halt, also insbesondere halt so diese letzte, so jede achte deutsche Firma oder der Gesamtschaden von Cybervorfällen in Deutschland sind, keine Ahnung, irgendeine zweistellige Milliardenzahl, dann muss man sich halt schon immer fragen, wie rechnen die denn eigentlich so? Ne? Ja, und da gibt's halt und haben sie die Makros eingeschaltet beim Rechnen oder nicht? Ja. So. Und das ist dann eher spannender zu gucken, was steht da sonst noch drin. Und spannend war eben dieses, dass die Rufe in der Industrie wohl größer werden, dass da mal jemand, nämlich der Staat, regulierend eingreift. Und wir haben uns überlegt, dass es vielleicht dann auch einfach die Verzweiflung der Sicherheitsbeauftragten in den Firmen, die einfach merken, sie kriegen das Geld nicht vom Vorstand oder von wem auch immer und schauen so neidisch in Branchen, die reguliert sind, weil dort mehr verbaut werden darf, muss, kann und hoffen dann auf mehr Regulation. Wir werden sehen. Gut, die Jahresrückschau, da müssen wir jetzt ein bisschen durchstressen, glaube ich. Ein bisschen. Kammergericht Berlin und vieles mehr. Die mussten also krass die Faxe entstauben. Ich glaube, die mussten die nicht entstauben. Die sind da super gewartet. Also ich meine, so, wenn du so die Justiz kennst, wenn da ein Ding wirklich gut gewartet und entstaubt ist, dann ist das Faxgerät. Ja, aber haben die dann die Leitungen verzehnfacht? Oder haben die Faxe aus dem Keller geholt? Oder was machen die denn? Ich glaube, die haben halt einfach den nicht einen Stapel Papier daneben, sondern gleich so eine Palette Papier daneben und dann so ein Hiwi daneben gestellt, der mal Papier nachschiebt. Irgendwas sowas, ja. Also. Es gibt ja so einen blöden Spruch von den Anwälten, dass erst das elektronische Übermitteln von Dokumenten
es möglich gemacht hat, dass diese Schriftsätze so eskalieren in ihrem Umfang, weil vorher gab es halt immer das Problem, dass man hier rechtzeitig fristgerecht durchkriegen musste und dann gab es so natürliche Limits, in wie viel 100 Seiten man denn da so eine halbe Stunde durchkriegt. Frei nach dem Motto, wenn ich mich kurz fasse, kann ich später abgeben. No. Ja. Genau. Ja, dieses E-Voting geht halt nicht so richtig weg. Ne? Also wir haben halt irgendwie in der Schweiz den Versuch gehabt, der dann kläglich gescheitert ist, auch dank der aktiven Arbeit der Schweizer CCC-Mitglieder. Und Applaus. Applaus. Und dieselbe Firma, die spanische Firma Skytel, hat dann, das sind halt so Zombies, ne? Also die gehen halt nicht weg. Die machen halt dieses Webserver-basierte E-Voting und haben dann auch bei der SPD die Mitgliederbefragung gemacht, wo es halt auch von unserer Seite aus natürlich intensive Kritik dran gab. Und die wurde dann von der SPD immer so abgebügelt, ja, das ist ja keine richtige Wahl, ist ja nur eine Befragung der Mitglieder, die der Parteitag dann nochmal umsetzt oder so ähnlich, ne? Das wird halt auch nicht weggehen, also die werden da weiter durch die Gegend zombien und da muss man ein gutes Auge drauf haben, weil so langsam stellt sich dann auch eine der weiteren Vorhersagen raus, dass die stimmte, nämlich wenn man digitale Wahlen hat oder elektronische Wahlen hat, die ist der Nachweis, dass nicht gefälscht wurde, quasi nicht möglich. Und genau das haben wir gerade in Bolivien gesehen. So in Bolivien... Ecuador? Bolivien. Okay. Bolivien. Ist der Präsident gestürzt, weil die... halt da eine Wahl durchgeführt haben, unter anderem mit digitalen Systemen. Und dann hat irgendjemand Wahlfälschung gesagt. Und dann konnte niemand sagen, nee, da war keine Wahlfälschung. Ne, ging halt einfach nicht so. Es gab dann so ein Audit und dieses Audit hat festgestellt, dieses System ist so kaputt wie alle anderen Digitalwahlsysteme auch. Und daraus wurde dann so ein Narrativ von, ja, wir wissen jetzt, dass da gefälscht wurde. Das heißt, digitale Wahlen einsetzen bedeutet, in dem Augenblick, wo irgendjemand hinterher sagt, Wahlfälschung hat man eigentlich schon verloren. Genau. Ja. Und dann diese faszinierende Thematik mit den Ring-Kameras. Und natürlich einmal das Thema der Passwortqualitäten und Software-Vulnerabilities und ähnlichen Geschichten. Aber noch viel spannender, was in den USA passiert, dass da es so eine unheilige Allianz gibt zwischen den lokalen Polizeidienststellen und dem Hersteller, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dann man sozusagen dazu gebracht wird, der Polizei Zugriff auf die Kameras zu geben. Wobei man da auch sagen muss, was da absehbar ist, ist, dass es zu so einem sozialen Druck wird. Also in den USA gibt es ja diese sogenannten Neighborhood Associations, das heißt, in diesen Vorstädten, in den etwas besser situierten, gibt es quasi Vorschriften darüber, wie man sein Haus, seinen Garten und so weiter zu gestalten hat, damit der Wert der umliegenden Grundstücke nicht sinkt. Also man darf sein Grundstück nicht irgendwie anders machen oder so ein bisschen den Rasen länger wachsen lassen, weil dann damit beeinflusst man den Wert der nebenliegenden Häuser und das geht halt nicht. Und da ist halt vollkommen absehbar, dass es relativ bald soweit sein wird, dass diese Neighborhood Associations sagen, okay, übrigens, wir sind eine Ring-Neighborhood, irgendwie, wir haben alle irgendwie diese Kameras an der Tür und die gehen dann auf unser örtliches Polizeidepartement. Und dann kann man sich die Black Mirror-Szenarien, die daraus folgen, halt natürlich gut ausmalen. So von, da rennt jemand weg und die Kameras in der Neighborhood gucken halt, ob das Gesicht von dem irgendwo gesehen wird und so weiter und so fort. Das heißt also, diese Kameras, die direkt in die Cloud streamen, ist ein Phänomen, was wir echt im Auge behalten müssen. Ist halt, also, wir haben immer davor gewarnt, schon lange, dass es passieren wird. Jetzt passiert es tatsächlich. Also wir haben zum Beispiel im asiatischen Raum gibt es Unternehmen, die machen das so, die verkaufen eine Kamera, die Kamera streamt in die Cloud, die schneidet aus allen Videobildern alles raus, was wie ein Gesicht aussieht, schickt es in die Cloud, wo die Gesichtserkennung läuft. Und wenn die dann irgendjemand erkennen und dann sagen, okay, der ist schon mal als Ladendieb verdächtigt worden oder so, kriegt der Shopbesitzer auf sein Telefon eine Message, da steht hier, guten Tag, diese Person, die wir gerade in ihrem Videostream gesehen haben, ist woanders schon mal als Ladendieb verdächtigt worden, behalten Sie den mal im Auge oder was auch immer. Und als Service, ne, also gegen Geld. Und natürlich hat der Staat dann wiederum auch Zugriff auf diese Daten und kann noch selber Daten in die Gesichtserkennung reinfeeden. Dass die nur 80% korrekt ist, ist vollkommen egal.
solange das System halt so aussieht, als wenn es einen Mehrwert bietet. So, und diese Form von Integration von staatlicher Überwachung und privater Überwachung mit den Konzernen, die die Technologie bauen, die sich zu so einem Konglomerat zusammenfügen, die werden wir immer mehr sehen. Da müssen wir uns auch dran gewöhnen mental, dass dieses Staat versus Industriedenken einfach nicht mehr funktioniert. Es wird zu einem Konglomerat werden. Genau, und dann wird es uns vielleicht nicht retten, wenn die Sicherheit so schlecht ist, dass man dafür sorgen kann, dass in jedem zweiten Bild Donald Duck auftaucht. Gucken wir mal. Datenreichtum. Ja, jede Menge Datenreichtum in diesem Jahr ist eh klar. Bemerkenswert vielleicht zwei Dinge, nämlich einmal, dass sie 30 Terabyte Daten bei den Top 3 Antivirusherstellern rausgetragen haben, was ja schon mal wirklich anständig ist. Ob die ihre eigenen Produkte nicht verwendet haben? Vielleicht war die Lizenz abgelaufen. Ja, das könnte sein. Und das andere, was ich einigermaßen irre fand, war, dass da ein paar Sicherheitsforscher einen Datentopf gefunden haben, der nicht ordentlich gesichert war. Da waren also Daten drin von 80 Millionen US-Haushalten, so richtig anständig mit Geburtsdatum und Adresse und GPS-Daten und Einkommen und so Zeug. Und das lag wohl in einer Microsoft-Cloud-Geschichte rum. Und sie konnten anhand der Daten nicht feststellen, wem sie gehören. Ja, es war einfach so, das ist irgendwie Daten halt. Ja, große Datei, wir haben das Format auch auf ihrer Webseite veröffentlicht und so mit Schwärzungen und dann aufgerufen, ob ihnen nicht jemand helfen kann, das zu finden. Und das Einzige, was passiert ist, ist, dass Microsoft hat dann schnell den Server abgeschaltet und wohl auch demjenigen Bescheid gesagt, dem sie für diesen Server die Rechnung schicken, aber natürlich nicht gesagt, wer es war. So, das heißt, die Frage ist noch offen. Und das wird häufiger passieren. Ja? Also davon können wir mal ausgehen, dass das häufiger passiert, dass irgendwie Daten auftauchen und dann alle sagen, boah, ob das könnte einer Bank gehören, könnte nicht, könnte einem Steuerberatungsunternehmen gehören, könnte nicht. Ja. Also vielleicht wird das auch ein neuer Klassiker, ja, dass so, ich meine, wie kommt sowas zustande? Da braucht irgendwie jemand noch ein bisschen Backup-Space und die IT hat gesagt, das neue NAS wird erst fertig in 4 Wochen und dann sagen die, ja, aber unsere Deadline ist nächste Woche, was machen wir? Wir klicken uns irgendwo in einen Bucket, dann laden wir das dahin. Krypto brauchen wir nicht, weil machen wir nur 2 Tage und Security brauchen wir auch nicht, weil dann dauert es ja länger. Und wir löschen das ja dann ganz bestimmt schnell und Freitagabend sagt dann noch einer, hast du die Daten schon gelöscht? Nee, mache ich gleich. Dann kippt ihm der Becher auf die Tastatur, dann ist er mit was anderem beschäftigt, dann macht er Urlaub und ist weg. Und die Daten bleiben da liegen. So. Und je nachdem, was das dann für eine Kreditkarte ist, merkt es irgendwann jemand oder auch nicht. Und so wird noch so viel wegkommen. Und so oft wird man nicht wissen, wer es war. Ja, eines der Dinge, die dieses Jahr wieder auch ihre zombiehafte Charakteristik offenbart haben, ist die Diskussion Hintertüren in Verschlüsselung. Der momentane Spin, der da passiert, läuft unter dem Stichwort verantwortungsvolle Verschlüsselung. Oder auch Responsible Encryption. Und der geht halt so, dass die Behörden sagen so, naja, gut, okay, wir wollen jetzt nicht, dass die Verschlüsselung schwächer wird, weil die Chinesen und die Russen. Aber wir möchten gerne, dass Firmen, die Verschlüsselung verwenden, also zum Beispiel die großen Tech-Konzerne, die so bauen, dass man im Zweifel noch einen zusätzlichen Schlüssel hinzufügen kann, der dann halt für die Strafverfolger oder für die Geheimdienste ist und der individuell jeweils dazugefügt wird, wenn halt die Notwendigkeit besteht und am besten gar nichts irgendwie extra speziell bauen, sondern einfach sagen, okay, wenn du halt irgendwie einen Google-Account hast, der sowieso verschlüsselt ist, dann tu halt noch einen weiteren Schlüssel dazu und dann kriegt die Behörde halt einen Google-Account, wo die Daten reingespiegelt werden. So Sachen halt so. Diese Diskussion wird in den USA ziemlich radikal geführt, so von Seiten der Staatsvertreter da,
die, also dann suchte ich so die Vertreter von den Tech-Firmen, denen suchte ich die Pistole auf die Brust setzen und sagen so, hier, ihr kriegt auch sonst alles hin, ihr müsst euch jetzt was ausdenken, macht mal, dass es so ist, wir wollen es ganz unbedingt, nein, wir wollen keine anderen, wollen nichts hören, dass es irgendwie schwierig ist oder halt irgendwie Sicherheitsprobleme verursacht, löst das Problem. Genau, und zwar mit Zeitansagen. Ne? Also das gab eine Anhörung, Rechtsausschuss vom US-Senat, es wurden gegrillt, die Firmen Apple und Facebook und ich weiß nicht, ob noch jemand anders da war. Und die Ansage war relativ klar, also was heißt relativ klar, die war so richtig glasklar, wenn ihr das bis heute nächstes Jahr, ja, also same time next year, nicht euch was überlegt habt, dann regeln wir euch. So, ja, also wir sind ja dann wieder da, same time next year, und dann sehen wir ja mal, was dabei rausgekommen ist. Also die Diskussion läuft in Deutschland auch. Also es ist ein international koordinierter Push zwischen den Strafverfolgern und Geheimdiensten. In Deutschland wird versucht die Umsetzung halt unter anderem über das Telemediengesetz zu machen. Das heißt also, wie die jeweils nationalstaatliche Ausprägung aussieht, wie die Firmen halt irgendwie gezwungen werden sollen, da Hintertüroptionen einzubauen, ist halt verschieden. Also zum Beispiel, keine Ahnung, wenn man halt einen verschlüsselten Chat hat, dann soll halt vorgesehen werden, dass ein zusätzlicher Teilnehmer zu dieser Kommunikation verdeckt hinzugefügt wird und dessen Schlüssel mit in die Kommunikation kommt, sodass es halt dann eine Kopie des Chatsverlaufs bei diesem Teilnehmer, der dann halt Geheimdienst zur Strafverfolgung ist, gibt. Und die Problemlage, die sich da stellt, ist natürlich, dass es über kurz oder lang dazu führen wird, dass verschlüsselte Kommunikation von kommerziellen Unternehmen, die diesen rechtlichen Regularien unterliegen, nicht mehr als wirklich Ende zu Ende sicher angesehen werden kann. Also wenn man halt irgendwie sich diesen Regularien unterwirft, wie wenn man halt zum Beispiel Apple oder Google oder was auch immer ist und halt unter diese Grenze von 1 Million User, die da diskutiert wird, also da drüber fällt, dann ist es diesen Unternehmen nicht mehr rechtlich möglich, vertrauenswürdige Kommunikation zu bauen. Das heißt also, das Einzige, was da noch geht, ist freie Software benutzen, eigene Dienste benutzen, eigene Systeme benutzen oder halt im Zweifel die von Unternehmen, die noch so klein sind, dass sie halt unter die Schwelle fallen. So, das heißt, dieser Zustand, den wir momentan haben, dass wir ubiquitäre Krypto überall drin haben, der ist dann zwar besser geworden dank Snowden so, aber die geben sich halt nicht damit zufrieden auf der Startseite. Die wollen die Kommunikation mitlesen können und das ihr momentaner Push ist gerade diese Hintertür-Geschichte als verantwortungsvolle Verschlüsselung. Genau. Ganz schnell noch das Bemerkenswerte. Ich glaube, wir müssen furchtbar auf die Tube drücken eigentlich. Man kann doch mehr lernen auf eine Art aus den Reports von den Breaches, die es jetzt von einigen gegeben hat, als gefühlt in den Vorjahren. Von daher, wenn euch das interessiert, dann googelt das immer mal mit den entsprechenden Namen. Ja, Equifax, Data Breach Report und solche Sachen, das ist schon zum Teil sehr spannend, weil sie auch Zeitlinien machen. Andere Firmen haben ja gemerkt, dass es gut ist fürs Marketing und fürs Mitleid bei den Kunden und Zulieferern, wenn sie offen mit der Situation umgehen und erzählen auch ein bisschen, wie sie sich dann wieder aufgestellt haben, nachdem das Cyber einmal durchs Netzwerk gefegt ist und so. Das kann schon sehr spannend sein. Es gab diese super krasse iOS-Sicherheitslücke, also eigentlich nicht iOS, oder? Das ist der Bootloader. Der Bootloader, Checkmate, den Apple wohl nicht patchen wird können und der erst gefixt ist ab irgendwie iPhones 11 oder sowas. Und das ist dann natürlich schon ziemlich bitter. Ja? Aber auch das wird nicht das letzte Mal sein, dass sowas passiert. Das hält alles immer nur eine gewisse Weile. Die nächste Diskussion, die wir am Start hatten, zum Teil auch sehr, keine Ahnung, schon fast emotional geführt, war dieses Thema DNS over HTTPS. Aus meiner Sicht ist es so ein bisschen wie dieses Thema TLS Forward Secrecy. Krypto wird besser oder überhaupt die
Kommunikation oder so mit von Daten wird besser, Sachen werden verschlüsselt, dann gibt es erstmal ganz viele, die sagen, ach doof, dann muss ich ja irgendwas Neues kaufen, um mitlauschen zu können und ich brauche das doch für die Security. Und dann gibt es natürlich die, die das doof finden, weil sie das brauchen, weil sie die Daten meinen und verkaufen, vielleicht für Werbung und andere Sachen. Das ist gerade bei DNS, bei den Internetprovidern in den USA wohl sehr weit verbreitet. In Deutschland darf man das nicht, also die Telcos dürfen es nicht, sagen wir es so. Und ja, aber natürlich ist es für Firmen ist das mehr nur ein Ärgernis. Ja, die können sich darauf einrichten und dann Dinge regeln über Policies, Softwareverteilung, GPOs und anderes. Die schlecht dran sind, sind die Datenhändler. Das ist sicherlich super. Und die schlecht dran sind, erstmal sind die Regierungen, die mitlauschen wollen. Und das führt dann eben zu mehr Druck bei der Diskussion, die wir eben gerade hatten. Ja. Ja, gut. Eins wollte ich ganz kurz eingeworfen haben. Der erste Rückruf von der FDA von einem Stück Medizintechnik wegen Sicherheitsvulnerabilities war 2017, also vor 2,5 Jahren. Das Irre ist immer, wie lange das dauert. Ja? Diese Funkinsulinpumpe, um die es hier gerade geht, die jetzt, wo es einen freiwilligen Rückruf gab, da mussten die Sicherheitsforscher 2,5 Jahre dranbleiben an dem Thema, bevor dann was passiert ist, ja. Und immer nachlegen. Wahnsinn. Und das ist ja nur die Spitze des Eisbergs, ja. Man weiß überhaupt nicht, was da nicht noch eigentlich alles zurückgerufen werden sollte, müsste. Ansonsten beobachten wir stark das Thema Automation und Arbeitsteilung und Spezialisierung bei den ganzen Malware-Produzenten. Also die Industrie schaukelt sich da fröhlich hoch. Und Frank hatte ja gerade gesagt, die Schwächsten werden dann so umgefahren, wobei, wie gesagt, Maersk ja eigentlich nicht zu den Schwächsten gehört, aber die es auch sehr erwischt hat. Und dann gehen die Firmen natürlich los und schauen sich das an und sagen so, was brauchen wir jetzt? Okay, wir brauchen bessere Backups. Okay, wir müssen schneller Systeme wiederherstellen können. Okay, wir brauchen, was weiß ich, ein Active Directory im Schrank oder so, dass wir dann schnell rausschmeißen können und so weiter. Und dann kann man sich vielleicht fast hinstellen als Unternehmen und wenn man dann so einen kleinen Ransomware-Befall hat oder einen mittleren, einfach sagen, ich zahle nichts. Ja. Und das kriegt die Branche aber auch mit und das führt jetzt zu einer Steigerung von Ransom zu Blackmail. Was halt passiert ist, bevor sie die Platten verschlüsseln, tragen sie erstmal die Daten raus und sagen dann halt nicht nur guten Tag, irgendwie wenn sie ihre Daten wieder haben wollen, dann hätten wir gerne ein paar Bitcoin oder so, sondern wenn man dann sagt so, ja ach nee, ich habe Backups, alles gut. Dann sagen sie, ja, wir haben auch Backups. Und vielleicht interessieren ja auch noch andere Leute, was in diesen Backups steht. Und was sie dann da so machen, ist so ein bisschen so eine Tröpfchenfolter. Ne? Also die lassen so nach und nach immer mehr Details raus, bis dann das entsprechende Unternehmen halt der Meinung ist, halt irgendwie, man könnte doch vielleicht lieber zahlen. Das wäre doch irgendwie besser. Das ist halt ein ja, durchaus traditionelles Geschäftsmodell, was auch schon mehrfach Anwendung gefunden hat, aber was jetzt halt wiederkommt als Bestandteil dieser ganzen Ransom-Geschichten. Ja. Das überspringen wir mal schnell. Ja. Metadaten klauen. Und genau, was bemerkenswert ist, dass man inzwischen Produkte findet, die mehr als eine Hintertür haben. Weil die bei der Herstellung des Produkts mehr als einer beteiligt war, der eine Hintertür eingebaut hat. Also sozusagen der Bestandteil der Wertschöpfungskette, die mehrstufig ist, sowas wie Chipset-Hersteller, Firmware-Hersteller, Gerätehersteller, hinterlässt halt jeder sozusagen seine Duftmarke in Form eines Hardcoded Passworts.
Wer da mal Spaß haben will, dem empfehle ich mal so auf irgendwie einer beliebigen Online-Handelsplattform mal so ein paar chinesische IP-Kameras zu kaufen, so in der Kategorie so unter 50 oder um die 50 Euro und sich dann da mal hinzusetzen. Das ist ein sehr schönes so Reverse-Engineering Anfangstarget. Da findet man in der Regel halt so mehrere hardcoded Passworts und irgendwie nach Hause telefonieren und seltsame Dinge, die in NTP-Paketen drinstehen und so. Das ist sehr unterhaltsam, also es ist wirklich so viel Unterhaltung für wenig Geld. Und man lernt auch eine Menge dabei, unter anderem genau dieses Wertschöpfungsketten-Ding. Also es ist halt sowieso, solltet ihr tatsächlich mal machen so, also vielleicht bei euch im Hackerspace so, pickt euch mal irgendwas so aus der Spielzeuggeldkategorie und dann nehmt es auseinander. Ist immer highly entertaining. Genau. Kommen wir zu der Vorhersage, die Wettervorhersage. Ein kurzer Hinweis. Wir hatten das letztes Jahr schon gesagt. Das alles, was euch verraten kann, wird euch verraten. Alles kriegt jetzt einen Chip, alles kriegt Speicher, alles zeichnet alles auf, alles hat immer mehr Sensorik. Und da wird es dann auch Hardware geben, die irgendwie aufzeichnet, irgendwie bei welcher Temperatur ihr den Akku geladen habt oder eben nicht geladen habt und solche Dinge und ob es warm war oder zu kalt war. Und das wird bestimmt einer versuchen, gegen euch zu verwenden, und indem er sagt, nein, keine Gewährleistung, weil dem Akku zu warm, mal zu kalt. Dem Akku ist zu kalt geworden, ist so der Klassiker bei E-Bikes, ne? Also man hat so ein modernes E-Bike hat zu hoch. Und es stand halt draußen bei minus 10 und dann danach will der Akku nicht mehr, dann sagt einem der Händler so, ja, kann Ihnen da ein Angebot für einen neuen Akku machen, aber Garantie ist das leider nicht mehr. Und das ist natürlich blöd, aber ja. Das sind ja nur Daten, ne? Da kann man ja möglicherweise was dran tun. Dafür braucht man halt den Lockfile-Friseur. Ja, was wir beobachten, was sich 2020 auch schon weiter verstärken wird, ist so die Aufteilung des Marktes für insbesondere Geräte nach so Datenschutzgeschäftsmodellen. So, es gibt dann so das untere Ende, das sind dann halt so insbesondere so super billige asiatische Endgeräte, die haben Datenschutz noch nie so gehört, sondern die refinanzieren die Preise, die niedrigen Preise für die Geräte durch vorinstallierte Apps. Das heißt, das Modell ist, man hat so ein Telefon, dieses Telefon kostet überraschend wenig Geld. Auf diesem Telefon sind irgendwie 30 Apps vorinstalliert. Jeder, der einer von diesen App-Betreibern hat irgendwas zwischen irgendwie 20 Cent und 5 Dollar bezahlt für diese Vorinstallation auf diesem Telefon. Die Apps sind halt in der Regel System-Apps, das heißt, die haben Zugriff auf alle Sensoren, alle Daten und monetarisieren dann halt die Daten direkt aus dem Telefon. Das heißt, da ist dann keine Plattform mehr dazwischen oder so, sondern das machen die Apps dann direkt oder bauen ihre eigene Plattform damit. Das ist so das untere Ende. Und dann gibt es halt so das obere Ende, die sagen so, okay, so à la Apple, wir wollen deine Daten nicht, weil wir haben dein Geld schon. So, ne? Also dann, die Hardware war so teuer, dass irgendwie die 100 Dollar, die wir dann noch aus den Daten rausbringen können, das lohnt dann halt nicht. Und dann gibt es halt noch so alles so dazwischen, so diese Graustufen, so wie Google bei den Pixel-Phones, die sagen, schön, wir haben dein Geld für die teuren Telefone, jetzt wollen wir auch noch ein bisschen was aus deinen Daten rausbringen. Und machen. Nein, halt, wir wollen auch noch alle deine Daten, aber mach dir keine Sorgen. We will do no evil. Genau. Ja. Die sind nur für uns. Das ist nur so. Und diese Ausdifferenzierung nach Datenschutzgeschäftsmodellen werden wir nächstes Jahr auch noch verstärkt sehen. Da lohnt es auch genauer hinzugucken, um so ein bisschen zu verstehen, was so die datenschutzökonomischen Grundlagen der einzelnen Hersteller sind. Ja, und die traurige Wahrheit ist aber natürlich, dass es wird da auch welche geben, die werden behaupten, sie hätten Datenschutz und wären deswegen teurer und haben gar nichts. Ja, bei Heiser gab es ein paar Artikel über einen Hersteller von Kinder-Smartwatches und da fällt einem nichts mehr zu ein, wenn man das liest, ja, wie die mit damit umgehen, was ihnen da berichtet wird über ihre eigenen Produkte und was sie dann alles nicht tun. Wahnsinn. Die Cloud kriegt jetzt alle Daten, frei nach dem Motto, nur da sind sie sicher, und wird damit natürlich dann zum Single Point of alles Mögliche, inklusive der eben zitierten Blackmail. Genau. Und da kann man dann halt, also nehmen wir mal an, als Ransom
Gruppenbetreiber geht man halt, findet man so eine Firma, die halt so mal so mal Türschlösser betreibt, die in der Cloud hängen. Und die haben so, keine Ahnung, 500.000 Kunden oder sowas. Und man macht die halt auf und dann kann man sagen so, naja, also wir könnten uns jetzt überlegen, ob bei allen Kunden die Schlösser aufgehen. Oder kaputt gehen. Oder zubleiben oder kaputt gehen so. Und dann kann man da so ein ausdifferenziertes Preismodell machen. So, ne? Also das heißt, dann so. Wir haben uns gefragt, ob im nächsten Jahr der erste große Fall von API-Obsoleszenz vorfallen wird. Das ging los, weil ich in der Familie so Anfragen hatte, wie, sag mal, ist WhatsApp nicht, hört das nicht auf nächstes Jahr, wenn ich noch ein iPhone 4 habe oder Android, whatever? Und dann ist die Antwort immer, ja, ist doch egal. Aber das sehen ja viele Leute nicht so. Und da habe ich mich dann gefragt, okay, was ist denn jetzt eigentlich die Realität? Und die Realität scheint zu sein, dass sie da halt bestimmte Dinge dann nicht mehr unterstützen wollen von bestimmten Plattformen und keiner will mehr 16-Bit machen und dieses und jenes. Und wird das dann heißen, dass in dem Moment, wo die irgendwas an ihrer API machen müssen, aus Sicherheitsgründen, dass dann plötzlich irgendwie ein paar Millionen Endgeräte nicht mehr ticken, weil es keine Updates mehr für diese Geräte gibt auf die neue API-Version. Ja, und dann haben wir ein bisschen drüber nachgedacht und gedacht, nö, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich werden sie sich das schlicht nicht trauen, sondern irgendwie versuchen, das auf der Serverseite so zu machen, dass sie die alten Geräte noch an die alte API lassen und die neuen Geräte an die neue API und dann versuchen, die Dinge irgendwie wegzufiltern und sonst wie irgendwas. Weil eigentlich hatten wir das ja schon, bei SMS gab es ja auch genug Probleme, die dann im Netz gelöst wurden und eben nicht durch Updates der GSM-Telefone oder ähnliches. Ja, also vielleicht wird dann nichts passieren. Am Ende, oder was heißt am Ende? Also es gibt jetzt bei den Datenbergen, also bei den Daten, die wegkommen werden, zwei Baustellen, die sich weiterhin verstärken. Und es ist einmal die offizielle Digitalisierung, die stattfindet. Ja, und ich meine, wir haben vorhin über die elektronische Gesundheitskarte gelacht, aber da gibt es ja auch andere Dinge wie das besondere anwaltliche Postfach, das dafür sorgt, dass Anwälte jetzt eben noch mehr digital machen können und noch weniger faxen und noch weniger per Post schicken und ähnliche Dinge. Und dann ist noch dazugekommen das besondere Notarpostfach und die Zitate, die da in den Medien zu lesen waren, die ziehen einem immer den Boden unter den Füßen weg, aus meiner Sicht. Ja, also da hat dann mal ein Journalist freundlich gefragt, oder ich glaube sogar jemand aus der Politik oder so, ob man da einen IT-Security-Audit gemacht hätte. Und dann wird geantwortet, dass man dazu keine Veranlassung sieht. Weil die Hersteller sind nämlich vertrauenswürdig. So. Und also das ist halt so, also wenn man es mal so zusammenfassen will, so die Digitalisierungsstrategie von heute ist der Datenreichtum von morgen. Ne? Und wer von euch arbeitet denn in einer Institution oder Behörde oder Unternehmen, das gerade ganz viel damit zu tun hat, eine Digitalisierungsstrategie zu entwickeln? Ach doch, ein Drittel. Ja, doch, ganz schön viele so. Also Digitalisierungsstrategie scheint irgendwie tatsächlich so ein Ding zu sein. So. Und wer von denen, die jetzt sich nicht gemeldet hat, findet denn, dass sein Unternehmen eine Digitalisierungsstrategie haben sollte und damit aber noch nicht mal angefangen hat? 10%? Mhm. Ja. Ja. Na gut. Ja. Das also das, die Wahnsinns, also wenn man da so einen Wahnsinnsansatz hat, wie gerade gesagt, ja, es gibt keine Veranlassung, da irgendwie die Sicherheit zu prüfen, dann ist klar, wie es kommen wird. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist sind die unsichtbaren Datenberge der Schattendigitalisierung. Gruselt's euch schon?
Damit ist eure Tante gemeint. Alle Menschen, die Digitalgeräte benutzen und keine Ahnung davon haben, was sie damit tun und trotzdem eure Daten dabei irgendwie verarbeiten, verteilen, teilen, hinterlassen. Das ging halt los mit der Digitalfotografie, wo man irgendwie Fotos macht und hinterher nicht ausmistet, sondern das einfach irgendwie auf irgendeine Platte schmeißt, die man noch rumliegen hat. Und die Platte ist dann irgendwann am lokalen Netz und irgendwann synkt sie sich durch irgendeinen kleinen Fehler in die Cloud. Da bleibt es dann auch liegen, wenn der Hersteller sein Geschäftsmodell nicht ändert. Und dadurch, dass halt Speicher immer billiger wird, das findet ja nicht nur im Privaten statt, das findet auch in jeder Firma statt, dass man immer mehr Daten abspeichert, ablegt und sich dann hinterher nicht ums Aufräumen kümmert, weil es ja einfach nicht sichtbar ist. So, und genau, da werden noch unglaubliche Dinge zusammenkommen. Genau, wenn es dann einen kleinen Staudammbruch am Datensee gibt. Data Lake, schöne Sache, ne? Also, gibt's überall in der Industrie gibt es Data Lakes, und also wo die halt einfach mal alle Daten gesammelt haben, ohne sie wegzuschmeißen, und hofften irgendwie, dass jetzt mit Machine Learning man irgendwie aus diesem Data Lake halt irgendwie was extrahieren kann, und stellen dann immer fest, dass leider die Daten darin nicht so gut brauchbar sind für viele Zwecke. Aber die liegen halt trotzdem weiter rum, weil könnte ja irgendwann mal was passieren, was man damit machen kann. Genau. Und dann das beliebte Format Geschäftsfelder. Bitte? Ja. Die Geschäftsfelder. Dann hat jetzt jeder einen Cyber, und es haben mehr Firmen einen Cyber als noch im letzten Jahr einen Cyber. Und inzwischen hat die Industrie verstanden, dass man da natürlich helfen kann, und es gibt irgendwie Incident Response und Emergency dies und Emergency jenes und Leute, die man anrufen kann, wenn man einen Cyber hatte, und dann helfen die einem, das auszutreiben. Und da hängt ja noch viel mehr dran. Da muss man ja auch nicht ITler sein, um da mitmachen zu können. Also Cyber-Notfallseelsorge zum Beispiel. Für Leute, die vom Cyber betroffen sind, ist auf jeden Fall ein Geschäftsfeld, was boomt so. Also wenn man sich so ein bisschen anekdotisch umhört in der Branche, dann sind da durchaus Leute, die halt sich um die professionelle Hirnwartung nach so Cybervorfällen kümmern müssen. Datenverlustbewältigungsstrategien. Sowas. Ja, digitale Trauer. Wie sieht das aus? So, und inklusive Restrukturierung hinterher. Ich meine, bei Maersk haben sie gesagt, naja, da war halt die IT dann weg und die E-Mails gingen nicht mehr, und dann sind wir halt alle zu WhatsApp migriert und haben uns da dann organisiert. Ja, dann haben wir da Gruppen gemacht, und in den Gruppen haben wir dann versucht, das Geschäft zu organisieren. Ja, und hinterher haben wir uns vor dem Einschalten von der E-Mail überlegt, das ist vielleicht unsere neue Firmenstruktur, die WhatsApp-Gruppen. Ja, sie haben nicht gesagt, ob alle, die nicht in einer WhatsApp-Gruppe waren, dann hinterher entlassen wurden. Ja, da hängt noch viel dahinter. Was man da auch hat, ist natürlich das Problem, wie vermittelt man so Cyberprobleme, ne? Also die meisten Menschen sind davon überfordert. Für die sieht das sowieso aus wie Magie. Es gibt keine wirkliche Möglichkeit mehr, das so richtig zu erklären im Detail, weil es zu komplex geworden ist. Man kann nur noch so irgendwie komische, verallgemeinernde Analogien finden. Und dann dachte man, das kann man auch eigentlich auch so richtig all-in gehen und sagen, okay, wenn die Technologie schon aussieht wie Magie, dann kann man sie auch erklären wie Magie. Und weil so mit Fantasy-Magic so kennen sich ja sehr viele Leute aus und haben da so eine Begrifflichkeit von so. Und wenn dann halt sozusagen man hat sich da halt irgendwie so eine Ransom-Gang eingetreten, die irgendwie in dem System persistent geworden ist und da sich lateral durchbewegt hat, dann heißt das dann halt in Cyber-Fantasy übertragen, dass Dämonen haben die äußere Burgmauer durchbrochen. Sie wohnen jetzt in unseren Katakomben. Sie können überall hochbrechen in unsere Räume. Und wir brauchen jetzt Menschen, die diese Dämonen in die Katakomben jagen gehen. Also nur mal so als Vorschlag. Und dafür braucht es natürlich Profis, die solche Geschichten erzählen können und sie so übertragen können, dass man halt irgendwie sie dann halt der Geschäftsführung erklären kann. Genau. Und
Ihr müsst jetzt bei Sonnenaufgang mehr Cybergänse schlachten. Ja. Aber nur bei Vollmond. Genau. Dan Kaminski sagt immer gerne, Data wants to lie to you and wants you to be wrong. Ja, Daten wollen dich anlügen. Das haben viele noch nicht begriffen, dass ihr Data Lake eigentlich vorhat, sie in die Pfanne zu hauen. Und das ist natürlich sehr wichtig, dass man dann sich trainiert darin, die Verzerrung, die in den eigenen Daten drin sind, durch die Sensoren, die man da benutzt hat, durch die Daten, die man abgefragt hat, durch die Daten, also durch die Datenquellen, die man hat, zu erkennen. Ja, und das ist sozusagen das komplette Gegenteil zu dem, was heute eher passiert, dass man Leuten sagt, in diesen Daten sind tolle Dinge drin. Und die schauen dann auf das Rauschen so lange, bis sie irgendein Muster sehen. Also wir haben jetzt so das Phänomen, dass so die Migration zu IPv6 ja so ein bisschen länger gedauert hat, als alle gedacht haben. Und jetzt aber so ein bisschen so plötzlich stattfindet, weil die Geräte können jetzt zum Beispiel alle plötzlich V6 und machen halt auch so V6 und dann guckt man so in sein Netzwerk und sieht halt lauter V6-Paket, denkt sich, aber ich habe ja noch kein V6 und meine Firewall kann noch kein V6 und mein Monitoring hat von V6 auch noch nie gehört und mein Router kann aber irgendwie schon V6 und genau, und deswegen denken wir, dass es so erstmal gibt es dann halt so das Berufsbild des IPv6-Exorzisten, der halt irgendwie versucht, IPv6 aus den Netzwerken raus zu exorzieren. Und der muss dann später umschulen, wenn V6 sich dann durchgesetzt hat, auf IPv4-Exorzist, um halt, ja. Ja. Krypto ist ja so eine Sache, ne? Also, haben jetzt alle verstanden, dass Krypto wichtig ist, dass man Krypto machen muss, dass es auch ohne Krypto nicht geht. Wie gesagt, es verlangt keiner mehr, dass es kein Krypto gibt. Es wollen nur alle noch eine Hintertür und dann noch einen extra Schlüssel und Ähnliches. Und damit stellt sich ja dann die Frage, aber ob es auch die ganze Zeit an ist. Ja? Oder ob es nur da ist, aber nicht an oder nicht konfiguriert oder mit den falschen Parametern oder nur manchmal an oder nur auf bestimmten Verbindungen an oder was auch immer. Ja, ja, oder nach dem Software-Update plötzlich wieder weg, ja, weil der Parameter umgekippt ist oder so. Da wird es dann sicherlich genug Software geben, die dann versucht rauszukriegen, ob das Krypto noch an ist und wenn ja, für wie viele. So, wir finden, wir müssen mal jetzt was für die IT-Security tun. Es hieß ja immer so lange, man solle irgendwie aufpassen und man müsse irgendwie als gebildeter Bürger irgendwie, also das Problem sitze zwischen Tastatur und irgendwie Schreibtischstuhl. Das Problem ist aber eigentlich, die Software ist halt einfach scheiße. So, und natürlich sollte jede Software, die ich betreibe, heute in der Lage sein, damit so klarzukommen, dass da irgendwelche Daten in einer E-Mail drin sind und dabei mir nicht um die Ohren fliegen, nicht meinen Computer kaputt machen, nicht dafür sorgen, dass da Software installiert wird. Das heißt, diese Predigt von wegen, klicken Sie mal nicht auf Anhänge und seien Sie ganz vorsichtig und wenn Sie es doch tun, dann sind Sie selber schuld. Ja, es ist alles Victim Blaming, das geht gar nicht. Genau, Victim Blaming, dann müssen wir aufhören. Wahrscheinlich sollten wir auch mit den Gewerkschaften reden und denen klar machen, so pass auf, immer auf jeden Anhang klicken führt zu mehr Tagesfreizeit. So. Also es ist jetzt so ein klarer Fall von, ist jetzt, wir können so nicht mehr weitermachen, wir müssen jetzt einfach mal die Situation ein bisschen eskalieren, deswegen immer auf alle Anhänge klicken, zumindest in der Firma. Ne, Makros, ich glaube Makros, lassen wir mal außen vor, Makros ausschalten ist trotzdem eine gute Idee. Anyway. Ja, genau. Das ist unser Aufruf an euch und dann wünschen wir euch einen guten Rutsch ins Jahr 1984. Wir sehen uns wieder nächstes Jahr.